kann ich die töten, ohne dass die Lava da rauskommt? Gute Frage. Hast du den? Aber die wird sich sofort verbreiten, wenn ich den falschen weg. Weiß, müsste ich den wegmachen, wenn hier. Jo, das geht. Obwohl, die sind gar nicht so hoch jetzt momentan. Können wir jetzt auch mal so da drin lassen. Jetzt eben schnell den Trichter wieder runter. Irgendwas drin. Und Federn. Gepackt sind noch keine. Jetzt wieder dahin. Schön ruhig momentan. Oh, sind jetzt keine. Wenn wir mal gucken, wie viele Eier wir da jetzt oben reinpacken. Die Federn schmeißen wir erstmal weg, die brauchen wir nicht. Und die Eier brauchen wir. Das kommt weg. Das kommt weg. Jetzt juckst du jetzt mal ein Ei reinschmeißen. Nee, wir müssen erst den Hebel umlegen. Habe ich jetzt schon getan? Nein. Du musst nach oben. Ist er jetzt schon nach oben gekommen oder noch nicht? Weiß ich jetzt gar nicht. So, kurz gucken. Da ist ein Ei drin. Da ist nichts drin. Ist auch nichts drin. Da auch nicht. Gut. Sollte das eigentlich soweit in Ordnung sein. Wir holen uns jetzt mal ein paar Stacks Eier. Allzu viele holen wir nicht. Wir holen hier unten aus den Dispensern raus. Guck, hier sind auch Hühner drin. Was ist das denn? Wie kommt ihr denn hier hin? Hä? Das habe ich gesehen. Denk mal. Da sind genug drin. Nehmen wir erstmal die Stacks. Haben wir eine 1, 2, 3, 4, 5. Die nehmen wir auch noch mit. Dann gucken wir mal kurz nach, wie viele da oben reinkommen. Schmeißen erstmal zwei rein. Guck mal, die könnte ich eigentlich auch schon wieder. Auch los. Ist da oben kein einziges Hühnchen drin. Machen wir erstmal zwei Stacks rein. Die kommen nach unten. Habe ich den Hebel ja doch schon umgelegt. Normalerweise müsste um welche reinkommen. Noch nicht, sind es zu wenig. Ah, jetzt geht's. Eins. Zwei. Stück. Das ist etwas wenig. Wir sind da jetzt, das ist eine gute Frage. Ich kann ja noch. Na, lass mich zwei Stacks reinhauen.
Nehmen wir nochmal ein paar Eier mit. Da oben sind ja genug Eier. Das rutschen die ja eh nicht nach. Wir können auch einmal ganz eben kurz gucken gehen. Hühner. Ah, die für die Eier sorgen. Zwei Stacks rein. Kann man jetzt schlecht sagen, wie viele da gekommen sind, ne? Allzu viele sollen das ja nicht mehr werden. Sonst habe ich hier so eine zu viele. Und die packen wir nochmal rein, dann ist aber Schluss. Ich weiß nicht, wie viele Hühner aus den Eiern rauskommen werden. Was erstmal so. Ja, schon wieder so sieht aus wie jede Menge. Lass mal die erstmal groß werden. Kommt schon wieder so viel vor. Wenn ich den Hebel jetzt umlege, kommen die nämlich alle Eier, die jetzt noch da drin sind, unten rein. Auch nochmal 30 Stück. Wird mir das hier zugeballert. Eben warten, bis die ausgewachsen sind. Bevor wir den Hebel da umlegen. Viele dürfen da jetzt nicht mehr drin sein. Eigentlich könnten wir jetzt Hebel einfach mal umlegen. Warte. Ja. Das war's. Oben kommen jetzt nicht mehr rein, die bleiben die paar, die da sind. Die legen ja genug Eier. Später. Weil das der Fehler jetzt behoben ist. Ansonsten muss man das zwischendurch immer mal machen. Auch hier mit. Mal kurz, ob die Weizenfarm wieder einsatzbereit ist. Dann können wir eben nochmal die Kuhfarm aufbessern. Ich auch mal direkt einmal kurz gucken wegen rote Wolle. Ach ja, guck mal, die können wir schon abwehren. Perfekt. So. Wegpacken. Zücken wir mal kurz unsere Schere. Wo haben wir sie? Da. Lass mich mal kurz gucken. So. Nein, nein. Schanip. Brauchen wir nicht, brauchen wir nicht.
brauchen wir nicht. Wer will nochmal? Wer hat noch nicht? Wie ist es denn? Dann brauche ich nichts. Oben. Wird gerade Tag, deshalb verbrennen die. Ja, ich glaube, das war's dann. Dann sind noch nackig, das bringt uns nichts. Können wir uns auch wieder verdünnisieren hier. Wenn das dauert. Östliche rein. So, dann wollen wir mal kurz, ne? Stack, den kriegen wir locker weg. Da sind dann mittlerweile so viele drin. Da können wir dann nämlich genug immer so töten. Na komm, zack, weg sind sie. XP, wie viel nehmen wir? Ja, ich glaube so 10 Stück. 10 Mal. Ja. Ich glaube doch. 10 Mal können wir uns erlauben. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wie viel das gegeben hat. 3 Stück mehr nicht. Echt jetzt? Aha. Wenn ich wie viele noch drin sind, aber ist ja auch egal. Bleibt jetzt erstmal so. Gut. Das Rohr kommt da rein, ist komplett voll, das ist sehr gut. Weil, wenn wir das nämlich jetzt mal in den Ofen schmeißen, das nämlich auch schon mal. Nein. Wir stehen die nämlich hier. Wenn ich dazwischendurch nämlich mal welche da töten muss, können wir das nämlich hier direkt reinschmeißen. So, ist das auch in Arbeit? Wieso ist das eigentlich? Irgendwas stimmt hier nicht. Wo ist das so jetzt rausgeploppt? Mal davon aus, dass es so rausgekloppt. Bringen wir mal die ganze Geschichte jetzt weg. Was wir jetzt eingesammelt haben. Hoffen wir mal, dass die Hühnerfarm jetzt wieder einigermaßen funktioniert. Ach, dann hier meine Weizenfarm. Ah, die ist auch fertig. Die könnte ich eigentlich auch mal eben kurz auf die Schnelle tätigen. Zum Füttern braucht man das Weizen immer. Ist nicht schaden, sowas auf Vorrat zu haben. Oder wenn man hier diese schönen Strohballen sich bauen muss, da braucht man ja auch genug Weizen für.
ist es ein teures Gut. So, da kommen die Samen rein. Da auch nicht. Da auch nicht. Aber hier. Leder. Da und da. Steak kommt da rein. Die Samen. Ja, die kann ich auch mal wegtun. Vorsichtshalber. Komm hier rein. Die behalten wir für unseren Geheimgang. Was ich brauche. Ach ja, die Wolle wollte ich noch wegbringen. Ah ne, du wirst mal nach oben hin, weil rote Wolle, die brauche ich ja. Vielleicht auch mal für den einen oder anderen Raum. Legen wir uns die lieber mal in unsere Kramtruhe so lange rein. Komm schon. So. Hier kein Creeper ist, weil ich habe die Nacht nämlich durchgemacht. Muss nämlich durchaus sein, dass wir hier Kundschaft haben. Das wäre nicht so schön. Aber sieht eigentlich creeperfrei aus. Hier dürfte keiner sein wegen dem Licht. Ist auch nicht. Gut. Dann werden wir das jetzt erstmal so für heute belassen. Zumindest für diese Aufnahme. Das soll uns dann erstmal genügen. Die Ränder hatte ich hier schon gezogen gehabt. Ach, jetzt habe ich euch noch gar nicht gezeigt. Ich habe von innen schon mal komplett die Ränder gezogen. Auch hier von außen habe ich dann diese Pflastersteine benutzt. Für den Rand. Genauso wie hier für außen. Habe ich auch schon komplett rumgezogen. Einmal komplett ums ganze Gebäude. Man sieht. Ne? Einmal komplett rum. Geht ganz rum ums ganze Gebäude. Dann hier so auch von hinten. Ne? Das hatte ich letztens schon mal getan gehabt. So. Alles gesehen. Damit verabschiede ich mich dann erstmal mit dieser Aufnahme. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.